Das ist Marie-Therese Rasbach und sie hat schon Bezug auch dazu, weil sie da mal gewohnt und gearbeitet hat. Sie ist Jahrgang 1950 und war schon im Eisenbahnmuseum fotografiert. Und im Hintergrund ist da auch das ganz bekannte Eisenbahnviadukt. Das ist so ein bisschen auf dem Berg, auch eine wunderschöne Ecke, da im Wald, mitten im Wald, ein Freibad, ein heißer Tag. Wir saßen auf Campingstühlchen, die ihr Mann mitgebracht haben und haben uns die Szenerie angeschaut und haben gedacht, das könnte ruhig den ganzen Tag so weitergehen. Und hier ging es auch gut, wie man sieht. Wunderschönes Foto. So, Sonsbeck, Barbara Waldig, auf dem Feuerwehrturm in Linken und Untergrund Sonsbeck. Das ist die Dame, die wir auf den Alpen fotografiert haben und das ist ein Ort, der gleich an den anderen grenzt. Das sind, wie gesagt, die Gemeinde Wesel hat 13 Orte, die sind aber sehr klein. Kann man hier mit dem Kreis Recklinghausen vergleichen, außer in Wesel, die nicht lagen, das sind die größeren. Ja, die steht im Wind, die Dame im Wind. So, Rheinberg, Heike Kemming. An dem Tag hatten wir 4 Shootings, es war 9:30 Uhr. Peter Schulz wollte unbedingt noch nach Rheinberg, ich nicht, Doris auch nicht. Ja, Heike war mit uns im Auto, wir haben uns ständig verfahren auf der Autobahn, weil sie mit Navi Rheinberg Düsseldorf eingegeben haben, wir verließen ständig den Kreis Wesel. Und irgendwann waren wir abends um 9:30 Uhr, wir kamen an dieser Biene-Maja-Eisenbahn vorbei, Peter sagt Stopp, sie ist sich da hingesetzt, Foto ist passiert, natürlich nicht jetzt auf den Knopfdruck, klar, wunderschönes Foto, war übrigens auch im Fokus. Und Heike hat es noch einen langen Tag ganz lässig genommen. Gelsenkirchen, das ist nochmal Vicky Slonge aus der Schweiz, die in Gelsenkirchen geboren wurde. Jahrgang 1946, das war in Schlossberge. Die kamen uns sehr entgegen, in Schlossberge, einen ganzen Raum für uns. Und war eine interessante Sache. Wir wurden hier zum Essen eingeladen, hatten leider keine Zeit. Und mussten dann auf der Autobahn vom Fritz begrüßen.